Denn auch in Wissenschaft und an Hochschulen haben wir es ja mit einer ähnlichen Form der Prekarisierung oder vielleicht auch einer ähnlichen Form der Arbeitsstrukturen zu tun, die irgendwie mit Formen der Selbstausbeutung, der selbstgewählten Selbstausbeutung zu tun haben, nicht abschalten können, keinen Unterschied zwischen Arbeit und Nichtarbeit mehr machen zu können, schlechte und befristete Bezahlung. Also wir haben auch hier Formen von einer Entgrenzung von Arbeit, die wir oft im Wissenschaftsbetrieb finden. Aber auch hier eben diese Spaltung zwischen einerseits einer irgendwie materiellen Prekarität mit einer gleichzeitigen sehr hohen gesellschaftlichen Anerkennung und Reputation der Tätigkeit, die irgendwie vielleicht die eigene Lage manchmal oder den Blick auf die eigene soziale Lage irgendwie verstellen könnte. Gerade die Entwicklung an Hochschulen zu ja, teilweise privatwirtschaftlich organisierten Institutionen und die zunehmende Zuweisungspolitik von Mitteln, die verstärkt auf Projekte setzen. Also das gilt ja nicht nur für Hochschulen, sondern vielleicht auch für politische Stiftungen, für den Entwicklungszusammenarbeitsbereich, im öffentlichen Dienst, in der Kulturpolitik. Also wir haben es überall irgendwie mit einer verstärkten Zuweisungspolitik auch von Mitteln zu tun, die verstärkt auf Projekte setzt und damit eben immanent eine Befristung von Beschäftigungsverhältnissen hervorruft. Also, und gleichzeitig ist es natürlich verbunden mit einem Zurückfahren von öffentlichen Mitteln, die zugunsten von diesen Projekten dann gekürzt werden. Also irgendwie haben wir es auch hier mit einer Art projektbasierten Polis zu tun, wenn man so will, die einen ganz durchschlagenden Einfluss auf die Arbeitsverhältnisse haben. Das wollen wir unter anderem mit Nadine Sander heute diskutieren, aber nicht nur das, also sie wird das akademische Prekariat in den Blick nehmen, aber nicht nur das, sondern sie hat auch sich fokussiert auf Bewältigungsstrategien, so 4 Typen, wenn ich es richtig gesehen habe, wie denn Strategien aussehen können, sich mit diesen prekarisierten Verhältnissen oder wie versucht wird, mit diesen prekären Verhältnissen umzugehen. Nadine Sander ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und an der Leuphana Universität in Lüneburg und dort Leiterin des Projekts Methodenwerkstatt, das sich mit den Möglichkeiten und neuen Anforderungen von Online-Medien für qualitative Forschung auseinandersetzt. Ist das halbwegs richtig? Ja. Okay, ja. Halbwegs richtig. Ja. Nein, sie hat sich darüber hinaus verstärkt besonders mit den Formen und Ausprägungen prekärer Beschäftigungsverhältnisse auseinandergesetzt und hier besonders einen Fokus auf Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen gesetzt. Aus dieser Beschäftigung ist eine sehr lesenswerte Studie über das akademische Prekariat entstanden und wenn ich recht sehe, ist das auch die Basis Ihres heutigen Vortrags. Ganz herzlich willkommen, Nadine Sander. Ja, danke schön erstmal für die Einladung. Von meiner Seite aus wünsche ich Ihnen auch einen guten Morgen. Ich werde heute Ihnen etwas erzählen über Prekarisierung an Hochschulen, über Bewältigungsstrategien von Hochqualifizierten, die in befristeten Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Und ja, ich bin selber ein Beispiel aus der Praxis, ich arbeite also auch befristet. Insofern können auch direkte Fragen nachher an mich gestellt werden, wie ich mich fühle. Dann sind wir hier schon mehrere, super. Mein Vortrag wird so ein bisschen in 2 Teile gegliedert sein, weil ich gebeten wurde, ein wenig die rechtliche Seite zu beleuchten. Daher auch eine umfassende Unterstützung mit den Folien, weil das ansonsten so ein bisschen verwirrend wirkt, wenn ich jetzt Paragraphen runterrattern würde. Ich würde gerne mal zu Anfang Ihnen eine Grafik zeigen. Das geht so ein bisschen darauf ein, auf das, was wir gestern mal kurz angerissen hatten bei einer Frage. Wie sieht überhaupt der Anteil an Befristung im hochschulqualifizierten Personenbereichen aus? Und zwar sieht man hier deutlich, dass Befristung im Grunde genommen ja schon einerseits ja häufig mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die halt eben gar keine Ausbildung haben oder eine niedrige schulische Ausbildung oder berufliche Ausbildung haben und dass Befristungen primär dort gesehen werden. Die Grafik zeigt, das ist bedingt richtig. Klar, man hat den großen Anteil der Befristeten, die ohne Abschluss ja, im Erwerbsleben integriert sind. Aber man sieht auch, dass das Ganze wieder zunimmt mit steigendem Abschluss. Und zwar, also erstmal nimmt der Anteil befristeter Beschäftigung mit steigendem Qualifikationsniveau tendenziell halt wieder ab. Aber wenn Sie nachher wieder auf den gelben Balken gucken mit Hochschul- und Hochschulabschluss, ist das gleich die drittgrößte Gruppe. Das heißt, das sind Daten vom Statistischen Bundesamt, man kann sagen, Akademiker sind überdurchschnittlich häufig oder häufiger von Befristung betroffen als zum Beispiel Personen mit mittlerem Abschluss. Das nochmal eingangs zu der Frage von gestern. Ich habe Ihnen mal ein paar Pressestimmen gesammelt, beziehungsweise das, was man in der Literatur findet. Da gibt es zum Beispiel aus dem Deutschen Universitätsmagazin gab es einen Bericht über Modifikationsvorschläge an Hochschulen, wie kann sowas aussehen, wie können Beschäftigungsverhältnisse verbessert werden, und da spricht man zum Beispiel über neue Pläne von der Generation Zeitvertrag. Das heißt, offenbar gibt es neuerdings die Generation Zeitvertrag. Die FAZ hingegen schrieb 2015 am Anfang des Jahres was über das Wissenschaftsprekariat, hatte die Textzeile mit drin, jung, leistungsbereit, aber leider auch meistens chancenlos. Dann gab es wieder einen schönen Artikel aus der FAZ, da ging es nämlich Postdoc-Phase mit den Wanderjahren ins Ungewisse, und es schrieb, sie schrieben auch, dass die Postdoc-Phase eine Art existenzielles russisches Roulette ist. Die GEW hat herausgefunden, dass fast 90% aller Arbeitsverträge an Universitäten im wissenschaftlichen Mitarbeiterbereich befristet abgeschlossen werden, was eben natürlich dementsprechend eine sehr hohe Zahl ist. Was ich gerne Ihnen noch nennen möchte, ist ein Zitat, was ich sehr eindrucksvoll fand. Und zwar kam das auch aus der FAZ, aus einem Artikel. Dort hat jemand geschrieben, es ist tatsächlich so, als würde aufgrund der Struktur unseres Gesundheitssystems feststehen, dass weit mehr als die Hälfte aller Ärzte zwischen 40 und 50 ihren Job verlieren, weil nicht jeder bis dahin Chefarzt oder Oberarzt geworden ist, und der muss dementsprechend entlassen werden. Das wäre absurd, aber genauso läuft es in vielen Fächern an deutschen Universitäten. Man wird irgendwann Professor oder man wird auf lange Sicht überhaupt nichts. Um wen reden wir überhaupt, wenn es darum geht, dass prekäre Beschäftigungen bzw. befristete Beschäftigungen abgeschlossen werden? Da würde ich Ihnen gerne ein bisschen was zum Mittelbau erzählen, aber eben nur die gängigsten Formen. Es geht primär um Promovierende und um Postdocs. Bei den Promovierenden, ganz typisch, gibt es Personen, die auf einem internen oder hausinternen Stipendium arbeiten, die als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin integriert sind. Es gibt natürlich auch nicht promovierende wissenschaftliche Mitarbeiter, aber die Quote ist im Moment so gering, sodass ich die jetzt im Weiteren nicht weiter betrachten werde. Bei den Postdocs ist es so, dass man an der Universität Personen antrifft, die durch Stiftung gefördert werden, die beispielsweise ein Stipendium wiederum erhalten von außeruniversitären Forschungsinstituten oder die zum Beispiel auch Nachwuchsgruppen leiten. Da ist ganz typisch, glaube ich, das Emmy-Noether-Programm der DFG, das ist sehr weit verbreitet. Oder auch ganz klassisch wiederum als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Klammern Postdoc arbeiten, Lehre machen und nebenbei versuchen, die Habil zu schreiben. Das gibt es wahlweise als Haushaltsmittel oder eben als Drittmittelprojekt bestellen. Dann gibt es als dritte Gruppe die Juniorprofessuren. Hochschulrechtlich gehören die eigentlich gar nicht so richtig zu den wissenschaftlichen Mitarbeitern, weil die gehören zu den Hochschullehrerinnen und Lehrern mit allen Rechten und Pflichten und fallen damit theoretisch eigentlich so ein bisschen aus der Betrachtung WIMI raus. Aber da sie dennoch befristet beschäftigt sind, sollen sie hier auch betrachtet werden. Es gibt einmal die nicht so freundliche Form, die Beamte auf Zeit mit der 3+3-Jahre-Regelung, das heißt, wenn es 3 Jahre befristet beschäftigt, dann wird eine Zwischenevaluation durchgeführt. Fällt diese positiv aus, kann man eben nochmal 3 Jahre seinen Vertrag verlängern. Ja, und dann, wenn man theoretisch es nicht geschafft hat, eine Stelle zu finden, auf der man nachher später weiter eine Vollprofessur bekommen kann, ist dann auch dort tatsächlich wieder Schluss. Anders ist der Tenure-Track, den ich dort unten genannt habe. Da ist es so, dass schon von vornherein geplant ist, bei einer positiven Evaluation tatsächlich auch eine lebenslange, entfristete Stelle zu erhalten. Ich würde gerne noch was zur Datenlage sagen, und zwar, um wie viele Personen geht es eigentlich? Wie groß ist die Gruppe, über die wir hier sprechen? Also zum einen ist es erstmal so, dass die Vertragslaufzeiten der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die befristet angestellt sind, immens kurz ist. Und zwar ist die größte Gruppe der Befristeten unter einem Jahr beschäftigt. Zurzeit sagt die GEW, das sind Daten aus 2015, sind es ca. 53%, die unter einem Jahr, die eine Vertragslaufzeit von unter einem Jahr haben. Die 1- bis 2-jährigen Verträge, das sind 36%, und 2- und mehrjährige Verträge, das sind 11%. Und die GEW hat dementsprechend auch Daten herausgegeben, dass das Verhältnis der befristeten Stellen von 2000, waren es noch 4:1, zu 2010 schon bereits 9:1 sind. Was noch sehr interessant ist, ist der sinkende Frauenanteil mit steigendem Status. Ich glaube, das ist nichts Neues, was ich Ihnen erzähle. Ich möchte es nur noch mal in den Köpfen präsent haben. Zu Studienbeginn kann man ungefähr sagen, sind es 50% Männer, 50% Frauen, die anfangen zu studieren. Bei der Habilitation sind es noch 27% Frauen und bei der Besetzung von Professuren tatsächlich nur noch 20%. Und das durchschnittliche Alter zur Erstberufung einer Vollprofessur heute liegt derzeit bei ungefähr 41 Jahren. Jetzt kommt der Lieblingsteil des Gesetzes. Und zwar haben wir schöne Gesetze, die das Ganze ja legitimieren und zum einen auch ermöglichen überhaupt erstmal. Da ist zu nennen besonders das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das gibt es seit März 2007. Und im Grunde genommen kann man sagen, dass durch dieses Gesetz es möglich wurde, befristete Beschäftigungsverhältnisse noch ein Stück weit mehr auszuweiten, als es vorher möglich war. Vor allem, weil man in das Gesetz mit aufgenommen hat, dass Drittmittelbeschäftigung als Befristungsgrund gültig ist und man das ausdehnen konnte auch auf die Personengruppe des nichtwissenschaftlichen Personals an Universitäten. Das werden wir gleich noch mal so ein bisschen tiefer betrachten, die einzelnen Gründe. Ich fange vorher einfach noch mal ganz kurz an, was Allgemeines zu dem Gesetz zu sagen. Es gilt für das komplette wissenschaftliche und künstlerische Personal, aber es gilt nicht für Hochschullehrer und damit auch wiederum nicht für Juniorprofessuren. Also eben alle wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter, alle wissenschaftlichen Hilfskräfte nach Abschluss des Erststudiums, aber eben nicht zum Beispiel für studentische Hilfskräfte, die ihr Erststudium noch nicht abgeschlossen haben. Es gibt verschiedene Befristungsgründe oder beziehungsweise verschiedene Möglichkeiten zu befristen. Das eine wäre zu nennen, das wäre die Befristung ohne Sachgrund in der Qualifizierungsphase. Da sind wir gestern schon mal drauf eingegangen, das ist dieses klassische 6+6. Das heißt, man hat insgesamt 6 Jahre Zeit, die Promotion zu schreiben. So lange kann man befristet werden, ohne dass es dafür einen Grund gibt. Und nach der Promotion tatsächlich nochmal 6 Jahre, sodass man auf insgesamt 12 Jahre käme. Wenn man in der Zeit nicht promoviert, ist danach Schluss. Man muss aber auch nicht unbedingt eine Promotion anstreben. In der Medizin ist es ein bisschen anders, da sind es nicht 6+6, sondern die haben ein bisschen mehr Zeit, da kommen nochmal 3 Jahre dazu. In der zweiten Phase bis zur Habilitation, weil dort einfach der Zeitanspruch zusammen mit den klinischen Forschungen wahrscheinlich als längerfristiger angelegt wurde. Es ist dabei völlig egal, das fand ich auch sehr überraschend, das ist mir erst aufgefallen, als ich selber diesen Vortrag vorbereitet habe. Es ist völlig egal, ob eine Stelle vorher als ohne Sachgrund oder wegen Drittmitteln befristet war, es zählt alles dort rein. Das heißt, es gilt nicht nur, dass die Haushaltsstellen die 6+6 Jahre besetzen, sondern auch, wenn man vorher 4 Jahre in einem Drittmittelprojekt gearbeitet hat, zählen die auch voll mit rein. Andersrum ist das nicht so, da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und das Schöne ist, also schön in Anführungsstrichen, was wirklich bedenklich ist, ist, dass es gibt eine sogenannte Bonusregelung, wenn man schneller als 6 Jahre mit der Promotion, also schneller als in 6 Jahren fertig ist, kann man sich das theoretisch anrechnen lassen, wenn man jetzt beispielsweise nur 5 Jahre braucht auf die zweite Phase bis zur Habilitation. Aber es zählt nicht der Stichtag, an dem ich persönlich mit einer Stelle angefangen habe, sondern der Stichtag, an dem ich mich eingeschrieben habe an der Universität und beschlossen habe, ich möchte gerne meine Promotion jetzt beginnen. Was bei manchen ja einfach dadurch, dass es vielleicht direkt nach dem Studium erfolgt, schon mal ein Semester vor der überhaupt Einstellung ist. Einfach in dem Bereich, in dem man halt einfach seinen Status als Student gern behalten möchte, damit die Krankenversicherung etc. pp. Geklärt ist. Ja, es gibt auch noch den Passus Kindern in dem Gesetz. Und zwar ist es möglich, tatsächlich bei einer Betreuung von Kindern unter 18 Jahren 2 Jahre Verlängerung in Anspruch zu nehmen. Also man kann es verlängern. Das Problem ist, es besteht kein rechtlicher Anspruch auf diese Verlängerung. Das ist auch wieder so ein Punkt, der von speziellen, also der einfach an diesem Gesetz eben kritisiert wird. Aber es gibt auch noch das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Darauf kommen wir später auch noch. Das macht es möglich, dass man trotzdem auch nach diesen 12 Jahren weiterhin befristen kann. Also auch wenn das alles schon ausgeschöpft ist. Das war das ohne Sachgrund. Als nächsten Punkt hätten wir nochmal die mit dem sachlichen Befristungsgrund Drittmittel. Das ist das, was, glaube ich, eben auch ganz viele Wissenschaftler aus dem Kreis hier kennen, dass man befristet wird aus für eine bestimmte Projektlaufzeit freigestellte oder zur Verfügung gestellte Mittel. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen. Das heißt, dass diese Mittel auch wirklich von dritter Stelle stammen müssen, dass die Finanzierung für ein bestimmtes Portfolio an Aufgaben zur Verfügung gestellt wird, dass es eine bestimmte Zeitdauer für dieses sogenannte Projekt gibt und dass der Mitarbeiter, der eben diese Drittmittel in Anspruch nimmt, auch wirklich dieser Zweckbestimmung hin beschäftigt wird. Wie wir alle wissen, ist es natürlich nicht nötig, dass die Vertragsdauer im Moment der Projektdauer entspricht. Das heißt, selbst wenn die Mittel für 5 Jahre bewilligt werden, ist es trotzdem völlig legitim, einen 6-monatigen oder 12-monatigen Vertrag mit dem Mitarbeiter zu machen. Ja, unter diesen Voraussetzungen, diesen Voraussetzungsbefristungsgrund Drittmittel, ist es eben neuerdings, oder beziehungsweise nicht neuerdings, aber seit Einführung des Gesetzes möglich geworden, dass man eben auch nicht wissenschaftliches Personal befristet. Und eben dementsprechend ist es mittlerweile für Hochschulen einfacher geworden, Verträge zu befristen, auch wenn ja, theoretisch das nach Teilzeit- und Befristungsgesetz gar nicht mehr möglich wäre. Trotzdem sind dank des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu befürchten. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz als zweites Gesetz, nur ganz kurz nochmal angerissen, das gilt für alle Arbeitnehmer, das ist nicht explizit für die Wissenschaft gedacht. Das ist das, was ich sagte, was noch ja, ausgeschöpft werden kann, diese Befristungsgründe, wenn die 6 + 6 Jahre in der Wissenschaft schon lange verbraucht worden sind. Theoretisch sagte man, man darf eigentlich nur befristen, wenn es ihm vorübergehender Arbeitskräftebedarf beispielsweise ist, also Aushilfen, wenn jemand erkrankt ist im Kollegenkreis und kurzfristig ersetzt werden muss aufgrund von Elternzeit oder aufgrund von Beurlaubung oder eben das, was wir gestern Abend auch schon angesprochen hatten, aufgrund von Erprobung. Oder wenn es bestimmte Haushaltsmittel tatsächlich gibt, die für eine befristete Beschäftigung auch bestimmt worden sind in Form von Sonderprogrammen. Aber dennoch gibt es auch dort wieder eine kleine Lücke, und zwar ohne Vorliegen eines Sachgrundes kann man trotzdem befristen, und zwar immer von 2 Jahren, also für 2 Jahre. Wenn man ein Unternehmen hat, was neu gegründet ist, kann sogar die Befristung auf 4 Jahre ausgestellt werden, und man muss halt tatsächlich gar keine Begründung angeben. Und innerhalb dieser 2 Jahre beispielsweise, wenn man einen 2-jährigen Vertrag bekommen hat, befristet, ist es sogar möglich, diesen auch nochmal aufzusplitten. Man kann innerhalb dieser 2 Jahre 3-mal den Vertrag verlängern. Also beispielsweise könnte der Arbeitgeber mit Ihnen 3 mal 8 Monate abschließen. Oder wahlweise das so zusammenstückeln, wie es er gerne hätte. 2 mal 6 Monate, 1 mal 12, kommen wir auch auf die Höchstgrenze von 2 Jahren. Dann gibt es noch eine weitere Entscheidung, dass man auch weiterhin noch befristen kann beim gleichen Arbeitgeber, wenn es eine längere Lücke zwischendrin gab bei der Beschäftigung, wenn zum Beispiel Sie an einer Universität sind und dort 3 Jahre nicht mehr gearbeitet haben, dann können Sie trotzdem wieder erneut befristet werden, die Pause von 3 Jahren reicht. Und wenn Sie über 52 Jahre alt wären und beispielsweise vorher 4 Monate beschäftigungslos waren oder Kurzarbeitergeld bezogen haben, dann kann man Sie auch gleich für 5 Jahre befristen. Wir reden hier über doch eine verhältnismäßig große Gruppe. Insgesamt sind an Hochschulen beschäftigt mit Professoren und technischem Personal, Verwaltungspersonal 662.076 Mitarbeiter. Das sind Zahlen aus 2015 von der Hochschulrektorenkonferenz. Im Gegensatz dazu steht eine Studierendenanzahl von 2,7 Millionen. Was uns besonders interessiert im Moment gerade, sind diese 174.701 wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern, um die es eben geht, die eben genau von dieser Befristungswelle betroffen sind. An meiner eigenen Universität ist es so, dass wir derzeit eine Befristungsquote haben, mit Stand auch tatsächlich ganz aktuell von 88% rund, und 12% bei uns arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiter befristet. Entfristet. Und dort sind die Hauptgründe bei uns bei 58% Drittmittel und 27% vor der Promotion, ganz normal nach Wissenschaftszeitvertrag befristet, und 8% nach Promotion. Der Rest sind noch andere Gründe, die aber so marginal sind, dass ich sie gerade an der Stelle nicht aufführen muss. Und die durchschnittliche Laufzeit liegt im Moment bei Stellen aus dem Stellenplan bei 25,6 Monaten, was verhältnismäßig lang ist, im Gegensatz zu dem, was wir vorhin gehört haben. Und die Drittmittelprojektstellen haben im Durchschnitt 16 Monate. Jetzt stellt sich die Frage, wo gibt es Nachbesserungsbedarf? Was ich sehr spannend finde, ist, dass die Forderungen, die heute gestellt werden, vor 14 Jahren auch schon gestellt wurden. Und zwar ist hier ein Zitat aus 2001 vom Wissenschaftsrat. Die Attraktivität des Hochschullehrerberufs und der Qualifizierungswege muss durch frühere Selbstständigkeit in Forschung und Lehre und durch die frühzeitige Eröffnung einer belastbaren Karriereperspektive nachhaltig erhöht werden. Das heißt, insgesamt haben wir auch heute die gleichen Punkte, die wir gerne verändern würden, die einfach weiter verfolgt werden müssen. Es geht um bessere Abschätzbarkeit der Perspektiven, es geht um frühere Planungsmöglichkeiten für die befristeten Mitarbeiter, es geht um realistische Chancen auf den Verbleib in der Wissenschaft. Das heißt, es muss natürlich dafür erstmal Potenzial geschaffen werden. Es müssen mehr entfristete Stellen geschafft werden, Schaffung zusätzlicher Qualifikationsstellen, zusätzlicher Professuren. Zum Beispiel wäre die Alternative Juniorprofessur mit Tenure-Track eine Alternative, um wirklich besser planen zu können. Insgesamt gibt es auch eine große Gruppe, die in Deutschland gar nicht so explizit betrachtet wird, wie zum Beispiel im angelsächsischen Raum. Und zwar ist das die Gruppe der Hochschullehrer, die sich explizit auf Lehre berufen und die gar nicht unbedingt forschen wollen. Dafür müsste es extra Formen geben. Das wäre eine Idee, das zu machen wie der Lecturer-Beruf. dann ist es so, dass die Wissenschaft immer noch als sehr familienfeindlich gilt und dass es halt immer noch sehr schwierig ist, überhaupt den wissenschaftlichen Karriereweg und die eigene Familiengründung übereinzubringen. Da wäre es natürlich auch angedacht, Konzepte und Maßnahmen für die Verbesserung der Vereinbarkeit zu finden. Man könnte sich beispielsweise überlegen, ob man tatsächlich noch so viel Wert auf eine Habilitation legt, dass zum Beispiel auch Juniorprofessuren trotzdem nebenbei noch eine Habilitationsschrift verfassen, oder ob man tatsächlich etwas freier wird in der Anerkennung von anderen wissenschaftlichen Äquivalenzleistungen zur Habilitation. Und insgesamt wäre auch zu überlegen, ob man beispielsweise Nachwuchsgruppen weiterhin stärken könnte. Gerade auch was Drittmittel Beantragungen von nicht habilitierten und besonders befristeten wissenschaftlichen Mitarbeitern betrifft, ist es so, dass oft bestimmte Personen aus diesem Kreis gar keinen Antrag stellen dürfen, weil der Vertrag einfach nicht lang genug läuft, sondern es heißt immer, der Vertrag muss so lang laufen, wie auch das Projekt potenziell laufen würde. Das ist sehr schwierig, wenn man sich gerade versucht, selber eine Stelle zu schaffen, weil das einfach so ein Kreislauf ist, aus dem man dann selber sich gar nicht befreien kann, und dann muss wieder jemand, der wirklich ordentlicher Hochschullehrer ist, dann diesen Antrag als Antragsteller einreichen, und man kann halt hoffen, dass man da irgendwie dann darüber sich die nächste Stelle generieren kann. Es gibt auch Ansätze, die werden Ihnen sicher bekannt sein, die diesen Bedarf aufgreifen. Da gibt es einmal das Templiner Manifest, das ging sehr stark rum, das ist in 2010 mal von der GEW ins Leben gerufen worden, und es greift genau die Sachen auf, die ich eben schon einmal kurz angerissen hatte, eben dass Postdocs verlässliche Perspektiven bekommen, dass sie eben nicht danach nach der Dissertation und ein paar Jahre arbeiten einfach auf der Straße stehen und nicht wissen, was sie tun sollen, weil der Weg in die Professur nicht funktioniert hat. Die Forderung ist, Daueraufgaben auch mit Dauerstellen zu erfüllen. Das sind Beispiel Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben oder wissenschaftliche Mitarbeiter, die eben primär in die Lehre wollen. Und die Lehre ist tatsächlich ein dauerhafter Bedarf, das wissen wir alle. Prekäre durch reguläre Beschäftigung ersetzen und auch, was letztendlich auch den Familienpunkt anbelangt, im Gleichgewicht lehren, forschen und leben. Auch da ist, glaube ich, können mir viele Menschen aus dem Podium wahrscheinlich zustimmen, dass dieser persönliche Druck, doch immer noch abends vielleicht nochmal an den PC zu gehen, doch da ist, weil man muss ja auch irgendwie am Ball bleiben, weil man muss ja auch seine eigene Stelle danach irgendwie, also man muss immer attraktiv bleiben für quasi potenzielle Arbeitgeber in der Wissenschaft. Das heißt, viel publizieren, auf vielen Vorträgen präsent sein und so weiter. Das Templiner Manifest wurde abgelöst vom Herrschinger Kodex, der das Ganze nochmal zusammenfasst, auch wieder Absicherung der Promotionsphase. Und zum Beispiel, dass die Hochschuleinrichtungen oder die Hochschulen, die Forschungseinrichtungen auch anerkennen, dass eine Promotion der erste Schritt, also die erste Phase der wissenschaftlichen Berufstätigkeit ist. Das heißt, dass einfach sozialversicherungspflichtige Stellen dafür dauerhaft, also beziehungsweise dass sozialversicherungspflichtige Stellen, dass denen den Vorzug gegeben wird, und dass eben diese hausinternen Stipendien, die plötzlich irgendwie seit 5 oder 6 Jahren die plötzlich wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, die aber eben auch relativ prekär sind, weil sie keinerlei persönliche Absicherung haben, keinerlei Einzahlung in die Rentenkasse, in die Sozialversicherung nach sich ziehen, dass diese halt eben eher sekundär sind, sondern dass man wieder mehr Menschen direkt an der Universität einstellt. Dann ist natürlich auch weiterhin enthalten der Bericht die berechenbaren Perspektiven für Postdocs und ein sogenannter Mindeststandard für befristete Beschäftigungsverhältnisse. Und das greift im Grunde genommen das so ein bisschen auf, was wir schon mal eben gerade hatten, dass halt tatsächlich nur bei einer Vertretung, bei einer Krankheitsvertretung Stellen befristet werden können, oder dass, wenn es eine Qualifikationsstelle ist, Stellen befristet werden können. Dann aber auch nur über die eingeschätzte Zeit, die man für die Qualifikation benötigt, hinaus. Also, dass man endlich aufhört, 3-Monatsverträge zu schaffen, 6-Monatsverträge zu schaffen. Die Forderung ist auch, dass Beschäftigungsverhältnisse einfach ein Jahr nicht unterschreiten dürfen, wenn man sie befristen möchte. Klar, weiterhin ist natürlich trotzdem erlaubt, auch auf Drittmittelstellen zu befristen. Das gehört auch mit dazu. Dem Herrschinger Kodex geht zusammen auch die Einhaltung des Kodex der sogenannten guten Arbeit in der Wissenschaft. Das ist quasi eine Art Selbstverpflichtung der Universitäten, die man unterzeichnen kann und dann einfach für sich nochmal auf die Homepage setzen kann, um der Außenwelt zu zeigen, wir sind für gute wissenschaftliche Forschung und wir pflegen unsere Mitarbeiter, und ja, das ist halt, das gehört ihm damit zu, und das haben auch einige Universitäten mittlerweile schon gemacht. Das so zum Teil, wie jetzt die rechtliche Situation aussieht und wie die Forderungen sind. Ich würde jetzt insgesamt aber ganz gern mal den Fokus wechseln und darauf zu sprechen kommen, wie befristete Beschäftigte ihre eigene Situation wahrnehmen und welche Folgen eben subjektiv wahrgenommen Befristungen haben können und was Befristung mit uns eigentlich alles so machen. Ich habe mir die Frage gestellt, sind Befristungen dazu in der Lage, individuelle Krisen auszulösen? Was machen die eigentlich damit? Normalerweise würde ich jetzt eine umfassende Auseinandersetzung machen, wie sieht es aus mit überhaupt Lebenslauf und Biografie und Eheschließung, Elternschaft und diese ganzen Begriffe und die einfach vorab einmal klären, aber an dieser Stelle muss ich ein bisschen einkürzen, weil das doch sehr umfassend ist. Befristete Vertragsdauer zieht immer nach sich Planungsunsicherheiten, das, was wir eben gerade auch schon besprochen hatten. Aus Planungsunsicherheiten resultieren biografische Unsicherheiten. Das heißt, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich in den nächsten 3, 4, 5 Jahren arbeite, wird es für mich auch schwierig, bestimmte Dinge einfach langfristig zu planen. Sei es die Eheschließung, die Elternschaft. Aus biografischen Unsicherheiten entstehen neue Formen von Biografien, wie zum Beispiel die Wahlbiografie, das können Sie in der Literatur auch finden, oder wie Giddens die reflexive Biografie oder die Bastelbiografie von Hitzler und Beck. Da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, verschiedene Konzepte in der Literatur, die Sie finden können, mit unterschiedlichen Ausprägungen. Ich glaube, einig sind Sie sich dennoch alle, dass die Normalbiografie, wie wir sie kennen, von der Elterngeneration beispielsweise mit Ausbildung, Arbeit, Ehe, Elternschaft, Rente und so weiter, eher schwierig geworden ist. Es gibt insgesamt verminderte Orientierungsmöglichkeiten, eben weil diese Standardmodelle der biografischen Gestaltung sich auflösen und das Problem ist, dass es für diese ganze Reihe auch noch keine Vorbilder gibt. Das heißt, wir können nicht eben zu unserer Elterngeneration gucken und sagen, Mensch, wie habt ihr das gemacht? Weil die ganz häufig noch einen völlig anderen Lebensweg hatten. Das Einzige, was uns jetzt Vorbildern sein können, sind vielleicht Arbeitskollegen oder im Freundeskreis Personen, die halt auf dem gleichen Weg sind und wo wir mal gucken müssen, Mensch, wie macht ihr das denn, wie bewältigen wir das denn? Insgesamt resultiert daraus eben eine Vielfalt der Lebensentwürfe, aber das hat auch zur Folge, dass es erweiterte Handlungsspielräume geben kann, im positiven wie im negativen Sinne. Beispielsweise gibt es mehr Raum für Individualität, es ist anerkannter auch jetzt, also ein bisschen anerkannter zumindest auch später Kinder zu bekommen und erst irgendwie mit Anfang 40 Mutter zu werden, es ist auch anerkannter, auch mal keine Mutter zu werden. Ich sage nicht, dass das alles jetzt heutzutage völlig unproblematisch ist, aber es öffnet sich derzeit alles ein wenig. Es gibt aber auch noch andere Auswirkungen, andere mögliche Auswirkungen von Befristung, die eben gar nicht auf diese verminderte Planungsmöglichkeit einhergehen, sondern so ganz klassische Effekte hat, wie zum Beispiel Einkommenseffekte. Die Höhe des Einkommens spielt jetzt bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern nicht so eine große Rolle, weil an Hochschulen das Einkommen von befristet Beschäftigten in der Regel nicht geringer ist als das von Entfristeten, aber die Dauer des Einkommens. Und gerade wenn man betrachtet, dass in der Hochschule Menschen integriert werden in ein Arbeitsverhältnis direkt nach dem Studium und beispielsweise nach dem Studium anfangen, ihre Dissertation zu schreiben oder sich darauf vorzubereiten und beispielsweise eine 6-Monats-Stelle bekommen. Dann ist im ersten Moment der Gedanke, Mensch, das ist super, aber im zweiten Moment stellt man auch fest, die ganzen Absicherungsansprüche, die man hätte, die gibt es dort noch nicht, weil zum Beispiel, wenn ich sowas haben möchte wie Arbeitslosengeld 1, für mich als subjektiv wahrgenommene Sicherheit, dass wenn ich eine Sucharbeitslosigkeit nach Ende dieser 6 Monate habe, funktioniert das leider nicht, weil ich, um überhaupt einen Anspruch darauf zu haben, erstmal 12 Monate abgeleistet haben muss in der Arbeitswelt, um überhaupt mir so ein Geld auszahlen lassen zu können. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn diese Person nach den 6 Monaten in die Arbeitslosigkeit rutscht, dann rutscht sie eventuell in den Arbeitslosengeld 2-Bezug, also wird tatsächlich dann Hartz-IV-Empfänger. Also gerade zu Beginn ist diese Anspruchsberechtigung häufig noch nicht erworben, was das Ganze schwierig macht. Was ein ganz interessanter Punkt ist, der, glaube ich, häufig übersehen wird, ist die fehlende Kreditwürdigkeit. Wenn man zum Beispiel plant, größere Finanzierungen umzusetzen, beispielsweise man hat wirklich eine Familie gegründet und würde gerne ein Haus kaufen oder eine Wohnung, ist das mit befristetem Vertrag in der Regel nicht möglich. Also wahrscheinlich können Sie das aushebeln, indem Sie ein riesengroßes, einen Koffer an Eigenkapital mitbringen, den hat man selten. Und das ist halt ein Punkt, den ich auch bei den Interviews immer wieder zu hören bekommen habe, dass das auch ein Punkt der wahrgenommenen Wertigkeit der Gesellschaft einfach nicht zuträglich ist. Dass also quasi sich Menschen, die davon betroffen sind, nicht unbedingt richtig als vollwertig in der Arbeitswelt beziehungsweise auch in der Gesellschaft integriert wahrnehmen. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Insgesamt die lückenhafte Partizipation und Integration, das hatten wir gestern auch schon einmal angesprochen, veränderte Zugehörigkeiten, Defizite in der Weiterqualifikation, gut an Universitäten eher nicht so, weil das ja ganz viel um Qualifikation geht. Aber was hier ganz stark zum Tragen kommt, ist die Anerkennung seitens der Gesellschaft. Zum Beispiel habe ich in meinem Sample Sätze gehört, die mir die interviewten Personen erzählt haben, wie zum Beispiel, meine Tochter studiert immer noch auf dem letzten Familientreffen. Also da war wirklich tatsächlich jemand, der mit der Doktorarbeit abgeschlossen hatte und, glaube ich, als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Habilitationsphase war. Und er hatte sich beschwert, dass die Mutter auf den gesellschaftlichen Familientreffen immer erzählte, oh, meine Tochter studiert seit ewigen Jahren. Also die ist jetzt schon wieder an der Universität, die wird nicht fertig. Dann auch dieser Satz, dass man hört, Mensch, willst du nicht mal endlich richtig arbeiten gehen? Was machst du denn so lange? Die steht ja alle morgens überhaupt nicht früh auf und ihr macht da alle so ein paar Sachen, ihr sitzt den ganzen Tag am Rechner. Oder wie viele Jahre musst du dieses Praktikum denn noch machen? Das ist auch sehr schön, hier bezieht sich auch alles auf wissenschaftliche Mitarbeiter, wo einfach die Außenwelt und größtenteils auch die Eltern- und Großelterngeneration einfach gar nicht nachvollziehen kann, warum das denn jetzt alles so schwierig ist und warum denn der Sohn, die Tochter, Enkeltochter immer noch keinen richtigen Platz in der Gesellschaft gefunden hat. Natürlich gehört auch dazu alles, was Arbeitslosigkeit und ihre Folgen mit sich bringt. Das ist nicht fair. Das ist sehr wenig Zeit. Aber gut. Ich kürze auch mal eben schnell ein. Und das ist halt eben auch dramatisch, weil Erwerbsarbeit nach wie vor immer noch ein ganz zentraler Stützpfeiler an unserer Identität ist. Ja, als nächstes komme ich zu den Punkten und möchte Ihnen gerne 4 Typen vorstellen. Und zwar beziehen die sich auf die Perzeption und das Management von Befristungen bei Hochqualifizierten. Und ich habe eine qualitative Studie dazu gemacht und habe 4 Typen rausgefunden, die ich Ihnen im Folgenden vorstellen möchte. Ich möchte Ihnen nur ganz kurz sagen, warum ich mich für das Wort Management entschieden habe und nicht für Bewältigungsstrategien, weil ich im Grunde genommen mit dem Wort Bewältigungsstrategien, obwohl es perfekt passt, immer schon eine Wertung vorweggenommen habe. Und ich habe mich für das Manage entschieden, weil Manage von Handhaben, aber auch organisieren, das noch so ein bisschen erstmal neutraler die ganze Sache fasst, weil wir auch einen Typus dabei haben, der für den ist es keine Bewältigungsstrategie, der braucht es nicht. Deswegen habe ich das ersetzt, das Wort, auch wenn im Titel noch Bewältigungsstrategien steht. Wobei Bewältigungsstrategien tatsächlich perfekt passt, also es sind tatsächlich Bewältigungsstrategien. Coping passt auch ganz wunderbar. Wir haben als ersten Typen den Kompensationstypus, der fühlt sich latent von der Krise bedroht. Der verspürt Unsicherheit aufgrund seiner Planungsunmöglichkeit. Für ihn ist das einfach, es ist ein negatives Risiko und es hat schon eine Tendenz zur Gefahr. Das heißt, er hat schon kaum das Gefühl, dass also diese Gefahr, die davon ausgeht, das ist eine Fremdzurechnung. Also seine Einwirkungsmöglichkeiten sind begrenzt. Die sind zwar da, aber eben nicht vollständig. Ich erkläre auch gleich noch warum. Bei dem Typus war es so, dass Burnout-Tendenzen immer zu erkennen waren, dass Burnout auch immer so ein allumfassender Begriff war, der immer dort rumgeisterte in den Interviews, dass Personen auch selber thematisierten, oh, ich habe echt Angst, ich habe schon Herzrasen nachts und wenn ich daran denke, mein Vertrag läuft aus. Das ist bei diesem Typus tatsächlich ein großer Faktor gewesen, aber auch eben die Enttäuschung durch die Gesellschaft. Einfach, weil man hat was anderes erwartet. Es wurde viel Wert an den akademischen Abschluss gelegt, viel Wert auf den Hochschulabschluss und man hat einfach so erwartet, jetzt kommt der rote Teppich, den rollt jemand für mich aus. Aber der rote Teppich kam bis heute nicht. Und dementsprechend besteht eine gewisse Form von Enttäuschung. Das Management liegt darin, dass derjenige seine Unsicherheit kompensiert und zwar erzeugt er für sich ein subjektives Sicherheitsgefühl und das macht er nur, indem er ein stabiles Privatleben für sich selber aufgebaut hat. Solange er ein subjektives Sicherheitsgefühl im Privatleben verspürt, kann er diese Unsicherheit im Erwerbsleben unglaublich gut handhaben. Das heißt, für ihn ist die Krise, die wird zwar wahrgenommen, aber die ist nicht akut, solange das im Privatleben funktioniert. Andersrum hingegen funktioniert das aus irgendwelchen Gründen nicht. Also insofern ist die Partnerschaft hier der sichere Hafen. Die Partnerschaft hat einen unglaublich großen Stellenwert, hat ganz viel Einfluss auf die Situationsperzeption und es wird so als sicherer Rückzugsort beschrieben. Die eigene Einwirkungsmächtigkeit, also die aktive Agency, wird auch verspürt, solange eben der Partnerbereich stabil ist. Das heißt, auch der Erhalt der stabilen Partnerschaft ist schon das oberste Ziel, auch wenn halt eben natürlich die Kontingenz vermindert werden soll und man möchte gerne stärkere Zukunftseindeutigkeit realisieren, weil was dieser Typus oder die Person dieses Typus oft thematisiert haben, war dieses, oh, wir würden schon gerne mal länger in Urlaub fahren, aber wir haben das Problem, dass wir nicht ein Jahr im Voraus buchen können, weil wir beide nicht wissen, wo wir arbeiten. Oder wahlweise, wir würden gerne mal umziehen, aber ach, das macht alles keinen Sinn, weil die Wohnung ist hier noch nicht fertig eingerichtet und soll ich das Regal noch anschrauben, weil ich weiß nicht, wann ich umziehen muss. Das sind einfach alles immer so Ausschnitte und Sätze aus den einzelnen Interviews, die, glaube ich, ganz gut widerspiegeln, wie es diesen Personen geht. Sicherheit wird also hier nicht über finanzielle Unterstützung erzeugt, also subjektive Sicherheit, sondern eben über emotionalen Beistand. Der nächste Typus macht es ein bisschen anders. Der bewältigt seine Krise über die Delegation an andere Personen. Der verspürt überhaupt keine eigene Chance daran, irgendwas zu verändern, hat ganz große Angst vor Arbeitslosigkeit, ganz viel Zukunft sorgen. Denkt sich auch, er kann selbst nichts machen, das Netzwerk muss alles regeln und hier ist die Herkunftsfamilie ein großes Sicherheitsbackup. Und zwar geht es hier allein oder beziehungsweise vor allem um finanzielle Unterstützung. Das ist das, was wir vorhin eben einmal kurz in der Diskussion auch hatten, wie wichtig die relative, also die Herkunft einer Person ist. Die ist hier natürlich sehr wichtig, weil die Eltern sich das tatsächlich leisten können. Das sind aber trotzdem keine faulen oder skrupellosen Erben, die ganz brav zu Hause sitzen und irgendwie denken, naja, es wird schon alles gut. Es ist schon so, dass halt wirklich richtig echte Existenzängste dahinter stehen. Und auch in diesen Wissenschaftsbereich nur gegangen, also das ist eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die sich entschieden hat, das nur zu machen, weil sie wusste, dass wenn irgendwas passiert, ihr Elternhaus immer hinter ihr steht. Also die Familie ist auch willens, das zu tun. So. Also es gibt jetzt nicht, man muss nicht drum betteln, sondern die Familien unterstützen das schon freiwillig. Hier geht es eben nicht so sehr wie bei dem vorherigen Typus um emotionale Unterstützung, sondern um die rein finanzielle Unterstützung. Aber es gibt natürlich auch Nebenfolgen, man hat halt immer so eine gewisse Abhängigkeit, dann man ist so ein bisschen eingeschränkt. Klar, wenn ich Geld von meinen Eltern als Absicherung habe, muss ich immer gucken, was kann ich mir leisten und was will ich mir leisten, wie will ich den Seher auf der Tasche liegen, wie auch nicht. Der dritte Typus ist der Akzeptanztypus. Und das ist ein Typus, der gar keine Unsicherheit verspürt. Für den ist das überhaupt keine Krise, für den ist das alles eine positive Herausforderung. Befristete Arbeitsverhältnisse sind völlig normal. Entweder ist das ein bekanntes Muster, haben meine Eltern auch schon so gemacht, meine Eltern sind selbstständig, also die Herkunftsfamilie hat hier wieder einen großen Stellenwert. Ach, das ist völlig normal, so muss man das machen, das ist ein spezifisches Karriereverständnis. Jeder aus unserer Generation muss das machen, da muss man einfach mal durch für eine Phase. Auch das greift so ein bisschen auf, was wir gestern einmal kurz angerissen haben. Dieses Verständnis, ist das völlig normal? Auch das, was wir gestern, glaube ich, in Anbetracht der Pressestimmen schon mal hatten, mit, dass unsere Generation es als völlig normal aufnimmt, dass wir alle befristet sind. Ja, er verspürt auf alle Fälle keine Bedrohung von Arbeitslosigkeit. Die Biografie ist sowieso nur auf Kurzfristigkeit ausgerichtet. Und wenn irgendwie was passiert, ach, dann wird das ganz kurz situativ alles irgendwie geregelt. Da besteht schon eine grobe Strategie, ich habe so einen ganz groben Lebensplan, aber irgendwie, ach, wenn es anders kommt, dann schaffen wir das auch. Also da ist ein unglaublich positives Lebensgefühl dabei und alles wird gut. Also man könnte wirklich diesen Typen mit dem Satz, alles wird gut, zusammenfassen. Auch ein total großes Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, also eine sehr aktive Agency. Und es gibt auch tatsächlich bei diesem Typus überhaupt gar keinen Wunsch nach Entfristung, kein Streben. Hauptsache, wir haben keinen Stillstand, das ist ganz furchtbar, das wäre furchtbar langweilig. Danach kommt der letzte Typ, der Stabilitätstypus, das ist das komplette Gegenteil. Befristungen sind angstauslösende Gefahren. Verschiedene Formen von Ängsten werden thematisiert. Es wird auch wieder verspürt, dass man gar keine Einflussmöglichkeiten hat, dass man ganz hoch fremdbestimmt ist. Dass, die Arbeitslosigkeit ist allgegenwärtig. Sie verspüren schon gute Chancen aufgrund des akademischen also aufgrund der akademischen Ausbildung. Allerdings wird schon erwartet, ach, die Integration in den nächsten, das wird nicht einfach. Das ist eine dauerhafte Reise ohne Ziel, die wirklich von mehreren Menschen im gleichen Wortlaut thematisiert wurde, was ich sehr interessant fand. Das Sicherheitsmanagement, es gibt eigentlich keine Planung, weil aufgrund dieser Kontingenz ist fast nichts möglich, wenn nur ganz kleine Schritte, also wirklich nur ganz kurzfristig denken und mal gucken, wie wir das alles regeln können und lieber erstmal nichts planen, nichts anfassen. Das ist fast wie so eine Schockstarre, mit der die Personen halt einfach in ihrer Situation verhaftet sind. Es gibt irrationale Erzeugung subjektiver Sicherheiten, beziehungsweise es gibt bestimmte Vermeidungen von Unsicherheitsauslösern. Es wird alles dafür gemacht, dass möglichst, wenn man es irgendwie geschafft hat, gerade so einigermaßen integriert zu sein, dass nichts irgendwie gefährdet wird. Also kein großes Aufmucken im Unternehmen oder jetzt beispielsweise im Wissenschaftsbereich gegenüber des Professors, weil man möchte auf gar keinen Fall riskieren, sich wieder in diesen freien Arbeitsmarkt zu bewegen, wo alles ganz furchtbar ist. Auch das hatten wir gestern schon mal in einem der Vorträge. Das spiegelt sich heute jetzt auch schon mal wieder, dass eben diese Angst besteht, sich nochmal rauszuwagen, sich nochmal raus in diesen Dschungel und dieses unübersichtliche Chaos. Aber trotzdem werden diese Strategien, diese Vermeidungsstrategien und Risikovermeidungsstrategien eigentlich als gar nicht so wirklich irrational wahrgenommen. Also das Sicherheitsmanagement bei denen liegt tatsächlich auf Prävention und absoluter Risikovermeidung. Wenn noch ein Risiko da ist, dann möglichst auf Risikominimierung. Also natürlich ist die Entfristung auf alle Fälle gewünscht. Aber Nebenfolgen sind beispielsweise, dass bestimmte berufliche Aufstiegsmöglichkeiten oder auch bestimmte individuelle Bedürfnisse gegenüber dem Arbeitgeber einfach nicht ja, eingefordert werden, sondern man findet sich schon damit ab. Ich kriege eine Minutenansage, aber ich habe nur noch eine Folie. Ja, wunderbar. Ja. Das weiß ich ja gar nicht. Ja, zum Fazit. Befristete Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen, die Folgen dafür. Für die Befristeten zum einen die erhöhte Eigenleistung auf dem Arbeitsmarkt. Klar, das kennen wir wahrscheinlich auch auf dem Weg in die Wissenschaft zur Professur, wie auch immer alle. Häufiges Bewerben, was ich vorhin ansprach. Man muss sich ständig bemühen um Vertragsverlängerungen, aktive Drittmittelakquise, viele Publikationen, aber auch natürlich eine aktive Stellensuche und ständige Bewerbungsfahrten. Also das heißt, man muss weiterhin eben diese Attraktivität für den Arbeitgeber haben und auch selber ganz stark motiviert sein, da auch wieder integriert werden zu wollen, wenn der eine Vertrag vorbei ist und dann in den nächsten zu gehen. Insgesamt kann man schon sagen, dass es eine stärkere Selbstverantwortlichkeit dadurch gibt. Die Personen in meinem Sample haben verschiedene Eintrittsmöglichkeiten einfach mal kalkuliert, was passiert, wenn. Das ist, glaube ich, das, was wissenschaftliche Mitarbeiter auch, also den Plan B, der wird schon bei einigen zu finden sein, Plan B, Plan C, Plan D. Die verminderten Orientierungsmöglichkeiten für die Lebensplanung, das heißt die fehlenden Vorbildern, das hatte ich vorhin auch schon mal kurz angerissen. Dann die verstärkte Entwicklung alternativer biografischer Gestaltungspläne, schon alleine, um auch Situationen bewältigen zu können, die wir halt überhaupt nicht erwartet haben. Also insgesamt ist es halt eben viel zu wenig Planbarkeit und einfach überhaupt keine ausreichende Perspektive, um in der Wissenschaft dauerhaft oder um die Wissenschaft dauerhaft als Beruf zu betreiben und schon gar nicht, beziehungsweise schon sehr erschwert, wenn man sogar nebenbei noch eine eigene Familie gründen möchte. Insgesamt zeigt sich aber auch, dass die Arbeitsansprüche zurückgehen zugunsten von entfristeten Beschäftigungsverhältnissen, dass es eine Bereitschaft gibt, auch mal die eine oder andere Karrierestufe nicht anzunehmen, wenn ich lieber auf der anderen Stufe eine Möglichkeit habe, entfristet beschäftigt zu werden. Es wurde wahrgenommen eine mangelhafte Würdigung der oder beziehungsweise eine mangelhafte Wertigkeit der eigenen Leistung, also diese Enttäuschung durch die Gesellschaft, dieser fehlende rote Teppich. Es ist fast so, als würde man als befristeter Arbeitnehmer zweiter Klasse sein. Und es gibt eine sehr interessante Studie, die ich bei mir nämlich auch gesehen habe, die ich nachvollziehen konnte. Befristung machen am Anfang eigentlich noch ganz zufrieden. Man hat es geschafft, man hat eine Stelle gefunden, die geht jetzt irgendwie ein Jahr oder vielleicht 6 Monate oder auch 2 Jahre. Am Anfang ist halt wirklich so eine kleine Euphorie da, die aber ganz stark nachlässt. Das heißt, Befristung machen längerfristig unzufrieden. Es gibt eine Studie dazu, die ist von Chardy und Hetschko zum Honeymoon-Effekt, die nennen das so. Aber bei mir, was ich interessant fand, habe ich herausgefunden, dass die Menschen sehr unruhig werden in dem Jahr, in dem der Vertrag ausläuft. Das ist total bizarr. Also wenn man in 2015 befristet, also läuft der Vertrag aus, werden die Menschen spätestens ab 1.1. unruhiger, zumindest im Sample, auch wenn der Vertrag erst im Oktober ausläuft. Es ist im Unterschied zu denen, bei dem der Vertrag im Februar ausläuft, gar nicht so viel größer. Das fand ich sehr bemerkenswert. Ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht. Man müsste das tatsächlich nochmal empirisch nachweisen. Ja, als Abschlusssatz könnte man vielleicht nochmal sagen, dass akademische Qualifikationen und auch dementsprechend eben die positiv wahrgenommenen Arbeitsmarktchancen nicht unbedingt bedeuten, dass Befristungen überhaupt gelassen betrachtet werden. Das heißt, Hochschulabsolventen und auch akademisch qualifiziertes Personal und Wissenschaftspersonal hat genauso Probleme bzw. genauso Befürchtungen oder fühlt sich genauso von befristeten Beschäftigungsverhältnissen oder von dieser Unsicherheit bedroht wie alle anderen Sphären oder wie alle anderen Bereiche eben auch. Folglich kann man sagen, wie wir auch gestern schon festgestellt haben, es ist Zeit, daran etwas zu verändern. Wir müssen vielleicht rausfinden in Ansätzen, was wir da machen können. In diesem Sinne schließe ich meinen Vortrag und bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Nadine Sander. Und ich öffne direkt die Diskussion. Ich sage gar nichts. Genau. Oh, die Margret fehlt. Das Mikro. Ich weiß nicht, wo das Mikro ist. Ach, da hinten vor der Box. Ach, da. Wunderbar. Könnten Sie nochmal aufzeigen? Genau, ich glaube, hier vorne und da hinten. Also hier, genau, hier vorne. Ja, ich habe eine Anmerkung. Zwar zielt Ihr Vortrag ja ganz explizit auf die befristeten Arbeitsverhältnisse im akademischen Mittelbau. Klar, sie sind befristet, aber immerhin ist man angestellt und in der Regel auch ganz gut bezahlt. Es gibt aber natürlich noch einen Bereich, und ich glaube, sowas gibt es wirklich nur an den Hochschulen, und das sind die bezahlten und unbezahlten Lehraufträge. Und ich finde, darauf muss man zumindest in irgendeiner Form hinweisen, weil da wird es wirklich prekär. Und ich glaube, es gibt überhaupt kein Feld, sonst Arbeits- oder berufliches Feld, wo es sowas überhaupt gibt. Also das wollte ich nur so als Anmerkung noch einfließen lassen. Darf ich einmal direkt? Ja, klar. Ja, das ist definitiv richtig. Ich hatte auch tatsächlich vorher eine Zahl mit drin. Es gibt derzeit, schätzen Sie, 90.000 Lehrbeauftragte, die halt wirklich solche Lehraufträge an Universitäten in Deutschland haben. Der Herrschinger Kodex nimmt explizit die Situation mit auf und kümmert sich also auch darum, dass genau für die Gruppe auch eben gesorgt wird. Und normalerweise sollte in diesem Bereich sollten auch diese Stellen mit in Anspruch genommen werden, von denen ich vorhin einmal kurz sprach, die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die explizit für die Lehre da sind. Vielleicht noch ein Satz dazu, Sie können das Mikro direkt, weil in Frankfurt ist, glaube ich, auch oder in Hessen ja auch dazu ein paar Überlegungen gab, dass das eigentlich verboten werden sollte, unbezahlte Lehraufträge. Und das kollidierte plötzlich mit dem Anspruch, dass viele Leute es aber unbedingt machen wollten. Und zwar zur Weiterqualifikation. Und das ist ein wahnsinniges Problem, weil wir es genau damit zu tun haben, dass die Leute, also wir haben es genau eigentlich mit so Selbstvermarktlichungstendenzen eigentlich zu tun, dass die Leute sagen, ja, aber zu der Ausbildung meiner Vita, um meine Qualifikation zu verbessern, brauche ich einen Lehrauftrag. Da sie mir keine Stelle anbieten würden, würde ich es auch kostenlos machen. Und wie geht man eigentlich damit um, dass die Leute es zum Teil machen wollen und man es ihnen verbieten muss, obwohl sie es machen würden und teilweise natürlich in wahnsinnig überfüllten Universitäten. Also man kommt in ein riesig großes Problem und natürlich kann man das auch nicht zulassen, ja, dass man irgendwie ja Dutzende, also wir hatten ja wirklich teilweise, und die haben zentrale Veranstaltungen in Frankfurt im sozialwissenschaftlichen Bereich gemacht, also grundständige Lehrangebote wurden dann von unbezahlten Lehraufträgen gemacht und das kann natürlich nicht wahr sein, also das nur kurz in Klammern. Ja, kann er gut dran anschließen. Wolfgang Strengmann-Kuhn, mittlerweile Mitglied im Deutschen Bundestag, früher aber auch mal an der Uni gewesen, habe auch Lehraufträge gemacht, die bezahlt wurden, aber die Bezahlung ist unter aller Kanone, also nicht nur die Bezahlung alleine ist es nicht. Früher wurde für Ausbildung auch eine Bezahlung verlangt, das ist lange her, also Leute sind schon bereit, auch für Bildung was zu bezahlen, trotzdem ist es gut für Beschäftigung auch Bezahlung vorzusehen. Also insofern die Nachfragegeschichte dann im Arbeitsmarkt würde ich mal nicht zu hoch hängen. Ist, glaube ich, wichtig, da an der Stelle auch zu regulieren. Und dazu habe ich ein paar kleine Anmerkungen und Fragen. In der Tat ist mir das aufgefallen, die Postdoc-Phase ist ja noch viel mehr zersplittert, als da auf die Folie gepasst hätte. Also Lehraufträge, bezahlt, unbezahlt, Forschungsaufträge von externen, Gutachten mal hier und da, zwischendurch mal arbeitslos. In der Zeit, als ich in der Uni war so der Bruch eher nach der Promotion und dazu eine Frage, was den Gender-Aspekt angeht. Da fehlten nämlich sozusagen ein paar Zahlen für die Zwischenstufen. Von damals hatte ich eine Zahl in Erinnerung, dass es tatsächlich bis annähernd zur Promotion annähernd 50% Frauenanteil war und dann kam der Bruch. Hat sich das geändert? Weil also die Prekarität gerade vor der Promotion scheint stark gestiegen zu sein in den letzten Jahren. Gibt es da Zahlen zu, würde mich interessieren, ob es da sozusagen genderspezifischen Bias noch vor der Promotion mittlerweile gibt, ob es da eine Rückentwicklung gibt. Zu der Gender-Perspektive noch eine weitere Frage. Die Typen fand ich ganz spannend. Ich habe da auch gleich, sind mir dazu Leute eingefallen, die ich so aus dem Bekanntenkreis oder ehemaligen Kolleginnenkreis kenne. Kann man da geschlechtsspezifisch was zu sagen, ob das eine eher ein männlicher Typus, manches eher ein weiblicher Typus ist? Und dazu nochmal eine letzte Frage, gibt es dazu Untersuchungen zum Zeitverlauf, weil in der Tat kenne ich auch so aus meinem Bekanntenkreis viele, die mit dem Alles-ist-gut-Typus angefangen haben, das hat sich dann aber nach einer gewissen Zeit geändert. Also wir haben hier noch 4 Fragen da hinten auch noch, also hier geht noch einiges. Wollen Sie da direkt darauf antworten oder sollen wir erstmal ein paar Fragen zusammenfassen? Okay, dann würde ich nämlich noch 2 Fragen da hinten zusammenfassen. Genau. Da hinten. Dahinter. Da. Genau. Hallo, ich habe 2 kurze Fragen und zwar die eine geht in die Richtung, wie ist denn der Organisationsgrad, gerade auch von der GEW in dem Bereich? Und die andere Frage, was gibt es denn, Sie haben jetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert, was gibt es denn für tarifliche Möglichkeiten, vielleicht auch als Perspektive irgendwie? Vielleicht noch eine Frage dazu, das ist in der, genau. Okay, hallo. Ich würde gerne noch mal eine Frage von gestern Abend aufgreifen, nämlich die, was auch auf dem Plakat steht, frei und prekär. wie denn der Zusammenhang dazwischen ist. Und ich fand gerade diese empirischen Studien ganz spannend, weil ja ähnliche Berufe oder gleiche Berufsgruppen untersucht worden sind und manche haben sich frei gefühlt, andere nicht. Und deswegen wäre für mich nochmal die Frage, wie würden Sie beide das denn bewerten? Ist es nun eine Illusion, vielleicht auch als Bewältigungsstrategie, also ich bewerte das neu und denke, dass ich frei bin, oder liegen vielleicht doch andere Sachen dahinter, wie zum Beispiel das Elternhaus oder soziale Netzwerke, die mich stützen und mir dann sozusagen Freiheitsgefühl überhaupt erst ermöglichen, weil ich anders abgesichert bin. Ja. Ich würde dann erstmal kurz hier vielleicht Ihnen erst die Möglichkeit geben. Ja. Das mit der nach der Genderfrage. Also es ist ich habe die Zahlen nicht, also die Studie hat keine expliziten Genderfaktoren erhoben, aber es ist geplant, eine Langzeitstudie daraus zu machen und die Personen, zu denen immer noch Kontakt besteht, nochmal zu befragen, um zu gucken, wie sieht das jetzt im Zeitverlauf aus und dort auch nochmal explizit diesen Genderpunkt zu betrachten. Das ist eine Schwachstelle, ganz klar. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal auf einem Kongress. Ich weiß gar nicht, ob das mit Frau Aulenbacher, ob wir das schon mal auf dem DGS-Kongress, ob wir da mal drüber gesprochen hatten. Im Plenarvortrag, da kam dieser Genderpunkt also kam der auch zum Tragen. Ich bin mir gar nicht, naja, auf alle Fälle ist das die Lücke, die ich nochmal aufgreifen muss. Zu den Zahlen. Ich weiß, dass bis vor der Promotion das relativ ausgeglichen ist und dann irgendwann dieser Kick kommt. Ich kann Ihnen dazu im Moment keine genauen Zahlen sagen. Ansonsten tarifliche Möglichkeiten von der GEW. Die Frage, die bei Ihnen war, wie meinen Sie das jetzt genau? Welche Tarifoptionen die GEW vorschlägt oder wie man das geltlich regeln kann? Und geht es jetzt auf Lehrbeauftragte oder wissenschaftliche Mitarbeiter? Oder? Ja, also Sie haben jetzt viel zu den rechtlichen Rahmenbedingungen gesagt, aber man kann ja auch über Tarifpolitik Rahmenbedingungen setzen. Aber dafür braucht es natürlich ein bisschen Organisationsgrad und auch klar eine Einschätzung. Okay. Ja, also mit dieser tariflichen Beschäftigung oder den tariflichen Möglichkeiten habe ich mich nicht auseinandergesetzt, weil ich tatsächlich die rechtliche Seite jetzt für den Vortrag mit ausgearbeitet habe und auch selber nicht in der GEW aktiv bin. Ansonsten könnte ich da wahrscheinlich ganz viel mehr zu sagen. Da ist der Andreas Keller, wäre dann eine unglaublich gute Ansprechadresse, inwieweit da Möglichkeiten bestehen oder inwieweit man sich da auch selbst mit eigenen Gedankenstrukturen vielleicht auch mal mit einbringen kann und möchte, weil die sind bestimmt auf alle Fälle über jede Unterstützung. Also freuen die sich bestimmt. Zu den frei und prekär und freien Lagen. In der Studie hat sich tatsächlich gezeigt, dass das Elternhaus natürlich einen großen Faktor hat und einen relativ großen Einflussfaktor mitbringt und dass natürlich Personen verletzbarer sind, je nachdem, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Also das heißt, dass der Stabilitätstypus, den ich vorgestellt habe, als vierten Typus schon mehrere Gemeinsamkeiten hat, die über das Sample hinweg, dadurch, dass es nicht so riesengroß ist, ich nicht empirisch, also ich kann nicht sagen, es ist wirklich so, aber es gibt tatsächlich eine Tendenz, die man nochmal wirklich sich genauer angucken muss. Die haben Erfahrungen gemacht in dem Elternhaus mit Destabilisierungsfaktoren, Stabilität, zum Beispiel mit Scheidung im Elternhaus, mit Suchtproblematiken der Eltern oder aber auch mit längerer Arbeitslosigkeit oder monetären, also Phasen in monetären, also einfach finanzielle Mangelphasen. Das ist tatsächlich etwas, wovon man, also was halt quasi einen vermuten lassen könnte, dass eben diese Erfahrungen aus dem Elternhaus und auch das Backup des Elternhauses erst ermöglicht, Prekarität als frei zu sehen. Es ist aber nur wirklich die Ableitung aus den Ansätzen in diesem Sample und nicht empirisch mit einem riesengroßen N ja, beforscht. Und, also ich kann nicht sagen, so ist es, aber ich habe die Vermutung, dass es so ist. Ja, ich würde die beiden Fragen direkt zusammennehmen. Ist es okay, wir sind ein bisschen zeitlich in schweren Problemen, um das so zu sagen. Ich mache schnell weiter. Würde ich sagen, wenn es für Sie okay ist, vielleicht nochmal einen Vortrag zu warten und Ihre Fragen vielleicht nochmal nach hinten zu geben. Deswegen würde ich die zwei Fragen jetzt noch. Danke für die beiden interessanten Vorträge. Ich habe eine Frage an die Frau Sander. Ich würde sagen, die Gastprofessuren und Vertretungsprofessuren gehören möglicherweise auch noch zu der Gruppe. Und dann würde mich aber interessieren, wo fallen eigentlich die Leute hin, die rausfallen? Wir haben ja keine so hohe Akademikerarbeitslosigkeit und möglicherweise fallen manche gar nicht so tief. Oder wenn ich jetzt an Wirtschaft denke, also BWL-Menschen, die kommen ganz gut in der Wirtschaft unter, auch wenn sie nicht auf die Professur kommen oder auch Ingenieure und so weiter. Und dann eine Frage, die anknüpft an das, was der Herr Becker eben auch gefragt hat, die Frage der Interessen. Organisation. Und da kann man ja immerhin, wenn man an Universitäten arbeitet, in eine Gewerkschaft gehen. Und diese Gewerkschaft kann auch Tarifverhandlungen führen mit Arbeitgebern. Die sind ja da vorhanden. Die Frage ist, warum organisieren sich so wenig Leute, die in diesen Beschäftigungsverhältnissen sind? Und da haben wir gefunden, dass Leute, die prekär und befristet beschäftigt sind, oft sagen, das ist ja nur vorübergehend und ich stecke meine Energie da rein, mich sozusagen zu verbessern und nicht daran, für die vorübergehenden Arbeitsbedingungen, die ich habe, zu kämpfen. Aber die Frage, die jetzt auch rübergeht zu Alexandra Manske, wenn ich jetzt selbstständig bin, wenn ich Freiberufler bin, es gibt zwar Solo-Selbstständige in den Gewerkschaften, aber wer ist denn da der Ansprechpartner? Ich habe ja keine Tarifverhandlung. Das heißt, da müsste man in eine ganz andere Richtung gucken. Man müsste Märkte regulieren oder wie auch immer, können wir heute später nochmal drüber sprechen. Aber da greifen ja diese Mechanismen überhaupt nicht mehr, die man immerhin noch hätte, wenn man Arbeitgeber hat und abhängig beschäftigt ist. Ja, ich würde ganz gern nochmal anschließen an die Wortmeldung, die eben schon gekommen ist, zu der Frage, was ist denn jetzt frei, flexibel und prekär? Und würde das vor dem Hintergrund machen wollen, dass wir gerade eine Untersuchung an Universitäten durchgeführt haben. Und wir haben uns so ein bisschen befasst mit einer ironischen Situation. Zeitgleich zur radikalen Befristungspolitik werden in Österreich, aber nicht nur hier, auch in Deutschland, Universitäten auch in Richtung Kinderfreundlichkeit getrieben und Geschlechtergerechtigkeit. Das sind so die drei großen Imperative. Und vor dem Hintergrund haben wir Assistenzprofessorinnen befragt, die sozusagen eine Entfristungsoption haben, wenn sie entsprechende Leistungen erbringen. Und wir haben die gefragt, die alle kleine Kinder haben, Männer wie Frauen. Und das Interessante für mich war jetzt, die können sehr wohl differenzieren. Frei, Wissenschaft im Vergleich zu anderen Berufen, also es wird sozusagen nach außen verglichen. Flexibel, die Arbeitszeitnutzung nach eigenem Bedarf, allerdings um den Preis nachts durchzuarbeiten. Also Kinderbetreuung ist kein Thema, tagsüber, nachts arbeitet man dann in der Wissenschaft. Und prekär, vor dem Hintergrund, man hätte es gerne anders, aber so ist es nun mal, ne? Also so ein bisschen so ein Bewegen durch diese Typen. Und das hat mich, das führt mich jetzt nochmal zu dem Vortrag von Alexandra Manske, wo für mich auch so etwas Ähnliches deutlich geworden ist in diesen Mustern. Also es gibt offensichtlich noch etwas, was das vereinbar macht. Mit Familie, mit Lebensinteressen. Also Pluspunkt Kreativität, Reputation, und Lebensinteressen sind irgendwie vereinbar und das Prekäre gerät dann nochmal in Relation dazu. Also ich würde ganz gerne wirklich tatsächlich zu dem nächsten Vortrag kommen. Es tut mir ein bisschen leid, wir haben bestimmt viele Fragen, aber der Christian Krähling sitzt, glaube ich, schon auf heißen Kohlen. Wir haben fast eine 20-minütige Verspätung schon. Können wir das vielleicht später machen? Das wäre vielleicht... Ja, vielleicht trotzdem später? Es wäre sehr gut, ja, vielleicht das später zu verschieben. Genau, ich würde Ihnen beiden nochmal die Möglichkeit geben, auf die beiden Fragen zu antworten. Einmal ganz kurz nur zu den, vielleicht wohin fallen die Mitarbeiter. Tatsächlich, also die Akademikerarbeitslosigkeit ist in Deutschland nicht großartig hoch, aber es gibt natürlich immer das Problem, dass die Universitäten sagen, sie verlieren gute Mitarbeiter. Es gibt natürlich einen starken Auswanderungsfaktor an Orte, wo die Wissenschaft tatsächlich irgendwie attraktiver ist, um dort noch arbeiten zu gehen. Und es gibt eine große Abwanderung in die Wirtschaft, in die Industrie, alleine schon deswegen, weil dort die Bezahlungen einfach auch anders und die Perspektiven anders sind. Und ja, völlig recht, die Vertretungsprofessuren und Gastprofessuren fallen natürlich auch dort mit rein. Ich habe tatsächlich erstmal so die gängigsten an Universitäten, gängigsten Personengruppen mit aufgefasst.